Heiko und Jens und wir zeigen euch heute alles zum Thema neuen Polischacht. Das ist also unser neuer Polischacht. Und was mir aufgefallen ist, schwer zu tragen war er jetzt nicht. Nö, leicht für eine Person zu drehen. Hier sehen wir vier Anschlussmöglichkeiten. Ja, wie auch bei unseren herkömmlichen Schächten haben wir hier unsere 1,5 Zoll Stutzen für Turbinenkabel, LED, optional Durchspülung. Alles wie auch bei den Schächten, die ihr hier schon kennt. Auch wenn er leicht ist, ist er trotzdem stabil. Dafür sorgen hier diese Streben. Neben diesen Streben haben wir noch was für euch. Direkt am Presslunch haben wir unsere Stützen, die für die nötige Stabilität bei betonierten Becken sorgen. Diese können wir im Nachhinein einfach entfernen. Ja, und aufgrund des hochwertigen Kunststoffs ist er unempfindlich gegenüber Salzgehalt und dem pH-Wert. Hier sehen wir den Einbauschacht einmal mit einer eingesetzten Turbine. Sag mal Jens, wie ist denn die Turbine befestigt? Bei der Ausschwunghilfe ist es hier die Neuheit, die wird eingeklippt in den Presslunch. Das heißt, sie ist fest drinne, ohne Abdeckblech. Die Turbine wird somit gehalten und wir können sie optimal auf den Schwimmer einstellen. Ja super, und welche Turbinen passen alle? Bei dem Poly-Kombi-Schacht passen Turbinen 160, 215, 275. Alle gängigen Single-Turbinen können hier verbaut werden. Wie war das mit dem Abdeckblech nochmal? Ist auch ganz einfach zu montieren. Bei der Montage des Pressflansches einfach darauf achten, hier steht einmal top, die Nasen müssen nach oben, weil danach ist es nur noch das Gitter oben einsetzen und unten einmal andrücken und schon ist es fertig montiert. Wenn euch der Kunststofflook nicht gefällt, was können wir da noch machen? Für alle, die Kunststoff nicht haben möchten, ist natürlich auch möglich, das Abdeckblech in Edelstahl zu bekommen. Jetzt habt ihr schon mal die wichtigsten Infos zu unserem neuen Polischacht und alles weitere findet ihr natürlich auf unserer Website.